Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Attack on Titan bezogenen Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über brandheiße News-Leaks zu Attack on Titan Final Season Part 2. Das ganze Ding ist ja nur noch knapp 2 Monate entfernt. Anfang Januar geht das Ganze los und wir haben natürlich um diesen Zeitraum, wenn das Ganze langsam so, ich sage mal, heiß wird, ja, kriegen wir natürlich auch die ersten Leaks und so ist es jetzt auch passiert. Die ersten Leaks sind in Anführungsstrichen durchgesickert, beziehungsweise jemand, der an diese Information gekommen ist, hat die frei auf Twitter gepostet. Das ist der gute Paolo, der ein oder andere von euch kennt den schon, der war beispielsweise auch schon bei Attack on Titan Final Season Part 1 sehr aktiv im Rahmen des Endes von Attack on Titan im Manga, hat er auch das eine oder andere mit zu beigetragen und der hat jetzt so ein paar kryptische Tweets gemacht, bei denen man durchaus schlussfolgern kann, worauf er zurückkommen will und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ich sage direkt zu Beginn dieses Videos, das Ganze wird wahrscheinlich, wie so häufig, den einen sehr erfreuen und den anderen eher weniger erfreuen. Und bei mir ist das so ich bin so ein bisschen zwiegespalten und weiß nicht, was ich davon halten soll. Vorweg, direkt bevor wir hier in meine Meinung später gehen, ich denke, diese Leaks sind akkurat. Ich denke, der zieht sich das nicht irgendwie aus dem Fingerhut, sondern das Ganze wird sicherlich größtenteils auf realen oder realistischen Fakten basieren. Schauen wir uns das Ganze aber jetzt mal zusammen an. Paolo hat mehrere Tweets gemacht, hat mehrere Sachen geleakt. Zum einen natürlich interessiert uns alle brennend, wie viele Folgen denn Attack on Titan Final Season Part 2 bekommen soll. Und was er erstmal klar gemacht hat, beziehungsweise unterschwellig klar gemacht hat, ist, dass Final Season Part 2 weniger als 15 Episoden bekommen wird. Das heißt, wir werden scheinbar hier nicht 16 Episoden bekommen, wie in der ersten Hälfte. Wartet mal ab, Leute, falls ihr jetzt euch schon so denkt, okay, wie wollen die das alles da reinkriegen? Ja, wartet ab, das wird noch gleich ganz schön feurig. Und ja, er versichert aber auch, dass da nichts bei gerusht werden soll. Und ich glaube ihm auch, was das angeht. Also ich denke auch nicht, dass da irgendwie großartig was gerusht werden wird. Auch hat er uns mehr oder weniger klar gemacht, bis wohin Final Season Part 2 gehen wird. Ja, und jetzt denken einige von euch schon so, hä, Kev, natürlich geht es bis zum Ende. Ja, Leute, habe ich auch gedacht. Also bin ich auch eigentlich nicht nur von ausgegangen, sondern da bin ich auch strikt nach wie vor für, dass man das eigentlich so machen sollte. Ja, Paolo sagt aber, nee, das ganze Ding wird nur bis Kapitel 131 gehen. Für diejenigen unter euch, die nicht mehr so ganz vor Augen haben, wo war denn Kapitel 131? Das war ja zwischen dem Gespräch von Armin und einer gewissen Dame, sagen wir es mal so, weil ich ja niemanden groß spoilern will, wo das am Ende des Chapters relativ gewesen ist. Das ist Kapitel 131 gewesen und danach geht's ja, sage ich jetzt mal, so richtig rund. Also danach ist die Kacke ja so richtig am Dampfen und daher frage ich mich auch irgendwie so, ja, warum soll da jetzt ausgerechnet der Break sein? Das Ganze muss man auch mal schauen, wie viele Folgen man da adaptiert. Man kriegt dadurch, wenn man natürlich davon ausgeht, dass jedes Chapter ungefähr eine Folge einnimmt, vielleicht auch ein bisschen hier und da verschoben wird, das hat Paolo auch schon so mehr oder weniger bestätigt, dass die Reihenfolge an einigen Ecken, gerade was die Flashbacks angeht, verschoben wird, dann könnte man durchaus auf 12, 13, ja vielleicht sogar 14 Episoden kommen mit dem Content, den man hat zwischen Kapitel 117 und Kapitel 131. Das ist absolut möglich. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage offen, jo, wie sieht's denn eigentlich aus? Was passiert denn mit dem Rest? Kriegen wir Attack on Titan Final Season Part 3? Das ist natürlich eine berechtigte Frage und ich persönlich fände es ganz gut. Aber, naja, was soll ich euch sagen, Leute? Paolo hat schon so unterschwellig nämlich eine Aussage gedroppt. Er wurde nämlich gefragt, ob es da jetzt ein Part 3 geben wird oder nicht. Und er hat dazu gesagt, ja, was denkt ihr denn? Ist es logischer, nochmal für ein paar Episoden eine Season-Produktion zu machen? Oder macht man vielleicht einen Film aus den Kapiteln 132 bis 139? Eieiei, wenn man vor allem bedenkt, dass Kapitel 139 ja fast die doppelte Menge an Content hat von dem, was ein normales Attack on Titan Kapitel hat, ja, dann muss man sich natürlich fragen, ui, wie lang soll der Film sein? Was soll der Film wegcutten? Klar, wir haben sehr viel Action in dem Content zwischen 132 und 139. Gar keine Frage, da kann man sicherlich durchaus etwas fixer überarbeiten oder erarbeiten, ausführen. Nichtsdestotrotz ist das oder diese Aussage, die Paolo hier droppt, natürlich absolut
besorgniserregend für mich persönlich, denn ich bin absolut kein Fan davon zu sagen, yo, wir machen jetzt aus allen und jeden, irgendwie versuchen wir überall einen Film rauszupressen, sei es jetzt Jujutsu Kaisen, da geht es ja meiner Meinung nach, weil es auf einem Band 0 basiert, der nicht essentiell relevant ist für die Story, der ist gut zu wissen, aber nicht essentiell relevant. Bei Demon Slayer war es ja auch so, der Mugen Train Arc fand ich nicht gut, finde es jetzt wiederum mehr oder weniger gut, dass sie es in Anime-Form noch umgesetzt haben, damit der Anime auch komplett ist. Und ja, ich fände es irgendwie nicht so geil, wenn wir am Ende dann für die letzten 7-8 Chapter dann auf einmal einen Film haben. Ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von. Und wo mir auch viele gar nicht mit ankommen müssen, ist dieses ewige, ja, aber dann werden die Animationen krasser. Nein, Leute, findet euch damit ab. Die Titanen werden motherfucking aus CGI sein. Daran wird sich weder was ändern, wenn es ein Film wird, noch wenn, keine Ahnung, was passiert. Das bleibt einfach so. Da wird jetzt nichts mehr dran gerüttelt. Die Titanen werden zum Großteil in CGI bleiben. Dazu hat er auch noch ein paar Sachen gesagt zu einigen Titanen, die ja in Final Season Part 2 schon vorkommen, dass die zum Teil CGI und zum Teil normal aus 2D sein werden. Ja, wie findet ihr das Ganze? Sagt ihr, ey, das ist ganz schön Bullshit, ich will das so nicht haben, ich möchte nicht, dass wir da einen Film für die letzten Episoden bekommen? Oder sagt ihr vielleicht sogar, hey, geil, ich find's mega krass, für Attack on Titan das Finale ins Kino zu gehen, wäre mega das Ding. Kann auch sein, hätte sicherlich auch was, aber na, ich persönlich weiß nicht. Ich verstehe nicht, wieso sie nicht einfach durchziehen, wieso sie dann nicht einfach den Content von 132 bis 139 auch noch bringen. Von mir aus sollen sie doch ein paar 3 machen. Bin ich euch ganz ehrlich, meine Meinung, die kriegt ihr ja auch immer mit, ich bin euch ganz ehrlich, also das finde ich irgendwie dann Quark. Das ist natürlich geldtechnisch, finanziell gesehen, ist das absolut sinnvoll. Klar, die denken sich, mit einem Kinofilm machen die x Millionen Dollar, Euro, Yen, was auch immer mehr, als wenn sie da eine Season nur rausballern. Gar keine Frage. Wenn sie ganz schlau sind, machen sie erst den Film und bringen dann trotzdem noch ein Part 3 irgendwann. Ey, kann ich mir auch bei denen vorstellen. Ja, die haben es halt auch aufs Geld abgesehen. Das wäre natürlich super, aber ob das so kommt, sei mal so dahingestellt. Falls sich auch der ein oder andere von euch fragt, ja, woher denke ich denn, dass Paolo überhaupt auch so kredibil ist, warum man ihm so glauben kann? Wie gesagt, er hat ja einige Sachen schon bei der vergangenen Season predicted. Er hat zum Beispiel auch schon genau sagen können, ungefähr, na, genau ist vielleicht übertrieben, aber ungefähr sagen können, in welchen Folgen was vorkommt. Das hat er ja damals schon sagen können. Zum Teil hat er ja genau gecallt, gesagt, in welcher Folge welcher Content vorkommt bei Final Season Part 1. Und bei Final Season Part 2 macht er das Ganze jetzt auch schon. Er hat beispielsweise gesagt, dass hier Episode 5 von Final Season Part 2, also quasi Episode 80 aufs Gesamte gesehen, dass das wohl eine der krassesten Episoden werden wird, die es jemals so gab. Na, der ein oder andere weiß, was da passiert, der den Manga gelesen hat. Das wird ganz schön explosiv, was wir da zu sehen bekommen. Und da freue ich mich persönlich natürlich drauf. Ich hoffe, Mappa konnte da auch entsprechend mitarbeiten. Aber Leute, wie gesagt, ich bin mir da wirklich gerade noch sehr unsicher, was ich davon halten soll. Bin natürlich erstmal abgeschreckt vom Thema Film bei dem Ende von Attack on Titan, dass man daraus einen Film macht. Bin ich absolut kein Freund von, ganz im Gegenteil. Bin ich sogar eher ein Feind von, auch wenn sicherlich einige von euch das total toll finden werden. Ich möchte gerne eine gesamte Serie haben. Ich möchte das eher ausführlicher haben, was eine Serie eben macht, eher ausführlicher machen, als einen Film zu haben, der eventuell unter Umständen Sachen rauscuttet, damit er auf die Spielfilmlänge kommt, denn das ist ja sehr, sehr häufig bei Filmen der Fall. Ich meine, bei Demon Slayer haben wir es auch gesehen, bei dem Film wurden ja auch einige Chapter ausgelassen, ich glaube die letzten 2-3 Chapter wurden ausgelassen. Der Anime kann das natürlich jetzt alles nachfüllen, aber ob das bei Attack on Titan auch so sein wird, da haben wir natürlich gar keine Ahnung, ne? Das wissen wir absolut nicht. So sieht es auf jeden Fall aus, Leute. Mich würde jetzt mal eure Meinung zu der Thematik interessieren. Schreibt gerne mal rein, wie seht ihr das Ganze? Seid ihr froh darüber? Habt ihr Angst? Oder sagt ihr vielleicht auch, ey, ganz ehrlich, ich glaube dem Paolo nicht, ja, keine Ahnung, der Dude, der kann ja alles erzählen, alles Bullshit, kann auch sein, natürlich, die Möglichkeit besteht immer, dass er sich das auch aus den Fingern gezogen hat, ist aber meiner Meinung nach nicht sehr realistisch, sondern ich denke, das wird schon akkurat sein, was der da gesagt hat. Schreibt mir all das gerne mal unten in die Kommentarsektion und lasst uns mal so ein bisschen über die ganze Thematik diskutieren. Ja, Leute,
Falls euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, gerne mit einem Däumchen nach oben bewerten, kostenlos abonnieren, ihr kennt das ganze Spiel. Und ab Januar starten wir auch wieder durch, Leute, ihr wisst Bescheid. Jede Woche gibt es dann die Live-Reaction zur neuesten Folge. Wir gucken die wieder zusammen on Stream, ihr kennt das Ganze. Also, ne, ihr wisst ja, wie es abläuft. Und natürlich dann auch die Reviews. Ich habe da mega Bock drauf, ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und ja, wir gönnen uns das Ganze, wenn es dann soweit ist. Erstmal wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video hier guckt. Und ja, ich sag ciao und tschüss. Haut rein, Leute. Kuss geht raus.